Ich sitze jetzt hier auf der Itza mit Herrn Marder von Lucky Cloud. Und die erste Frage, was ist eigentlich Lucky Cloud? Können Sie mal ein bisschen erklären, was Ihr Startup eigentlich ist? Sehr gerne. Vielen Dank für diesen Termin. Lucky Cloud ist ein Cloud-Speicher, welcher 100% auf Open-Source-Technologie basiert. Wir sind der Meinung, dass wahrer Datenschutz nur mit drei Standbeinen quasi realisiert werden kann, beziehungsweise plausibel realisiert werden kann. Das ist einmal die 100% Open Source. Dann verwenden wir eine Verschlüsselung, die auf Clientseite die Daten verschlüsselt. Sprich, die Kunden behalten die Schlüssel zu ihren Bibliotheken quasi in-house. Ja. Und der Serverstandort in Deutschland, dieses Dreiergespann, bildet eben einen plausiblen Datenschutz überhaupt erst ab. Weil proprietäre Software in Hand von gewinnmaximierenden Unternehmen, da ist immer der Datenschutz der Verlierer. Wie ist eigentlich die Idee zu diesem Startup entstanden? Lucky Cloud ist im Grunde genommen eine Ausgründung aus einem studentischen Projekt, welches an der HTW Berlin begonnen hat, 2007. Da habe ich für meine Kommilitonen einen Cloud-Speicher, eine Dropbox-Ersatz quasi gemacht, weil wir eben unsere Forschungsergebnisse nicht auf einen Cloud-Speicher wie Dropbox setzen wollen, da diese Informationen eben nur für uns bestimmt waren. Und dieses Projekt in der Uni, das hat so großen Zulauf bekommen, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen da draußen ein Produkt, was wir auch monetarisieren können, und dadurch ist dann Lucky Cloud entstanden. Finden Sie die Bedingungen für Startups in Deutschland eigentlich optimal, und wenn nein, was könnte man besser machen? Wir hatten ja gerade Bundestagswahl, was wünschen Sie sich als Startup, sag ich mal, wie könnte sich die Politik verändern? Ja, es hat sich einiges verändert, die Politik ist quasi auf diesen Startup-Zug aufgesprungen und hat die Bedingungen schon etwas leichter gemacht. Gerade in Berlin ist man natürlich umringt von Startups, von der ganzen Vibe, von diesen Gründerszene so quasi ist da. Allerdings, was mir persönlich ein bisschen nicht so gefällt, ist, dass den Startups wahnsinnige Hürden in den Weg gelegt werden, in Form von bürokratischen Monstern, wenn es um die Beantragung von irgendwelchen Mitteln geht, dass man einfach sagt, wenn ich jetzt einen Kredit oder eine Startup-Förderung möchte, dann muss ich erstmal sehr viel Geld in die Hand nehmen, um überhaupt diese Anträge schreiben zu können, weil es kostet dann einen Mitarbeiter vielleicht ein halbes Jahr, bis das alles durch ist, gerade wenn es auch um Europa Unterstützung geht, und da lassen wir das einfach lieber und versuchen dann mit Business Angels zusammenzuarbeiten. Warum haben Sie sich eigentlich für den Standort Berlin entschieden? Also entschieden habe ich mich 2007, als ich nach Berlin gezogen bin, und ich habe gegründet in Berlin, und da es mein Wohnort ist und meine Familie dort wohnt, bin ich einfach in Berlin geblieben. Welche Vorteile hat der Kunde, wenn er sich jetzt für Lucky Cloud entscheidet? Ich meine, es gibt sehr viel Konkurrenz auf dem Markt, und da muss es ja irgendwelche Merkmale geben, die sich herausstellen. Ja, also viele Kunden, die gerade bei Microsoft zum Beispiel OneDrive verwenden, die müssen Sätze sagen, die werden schon nicht, und es ist ein großes Unternehmen, die machen ja nichts. Ja? Und das hat für uns, das ist so ein Glauben, das ist total, das ist also fast eine Religion, damit haben wir auch nichts zu tun, sondern wir schaffen eben harte Fakten, indem wir sagen, okay, Lucky Cloud basiert 100% auf Open Source, da müssen wir keine Sätze bilden wie die werden schon, weil die können nachschauen. Der Code ist Open Source, da also die Gefahr von Backdoors ist dadurch minimiert. Gleichzeitig verwenden wir eine clientseitige Datenverschlüsselung, sprich die Lucky Cloud GmbH kann nicht in die Daten unserer Kunden hineinschauen, und das gibt eben schon mal ein richtig gutes Gefühl. Ja. Dann sagen wir, bei Lucky Cloud kann man nur mit Geld bezahlen. Das hört sich erstmal lustig an, aber wir sagen, die meisten Unternehmen behandeln ihre Kunden nicht als Kunden, sondern als Produkte. Und bei Lucky Cloud bist du Kunde und nicht das Produkt. Gut, vielen Dank. Die Zielgruppe von Lucky Cloud sind wahrscheinlich alle Unternehmensgruppen, oder? Genau, richtig. Wir gehen momentan speziell auf den öffentlichen Dienst, weil der öffentliche Dienst in der Digitalisierung noch ein sehr hohes Potenzial hat. Und die haben natürlich immer Angst, in die Public Clouds zu gehen, aber mit unserem Angebot der clientseitigen Datenverschlüsselung und des Open Source Status
können wir da auch relativ viel erreichen. Gibt es irgendwelche Daten, wo Sie sagen, dafür ist Lucky Cloud nicht geeignet? Ich denke jetzt zum Beispiel eher an große Datenmengen, Videodaten oder so. Genau, bei großen Datenmengen können wir sehr gut punkten, weil wir einen Delta-Sync-Algorithmus einsetzen, in dem die Daten quasi nur die Änderungen der Daten auch in gepackten Formaten blockbasiert dann quasi in die Cloud geladen wird. Das macht das Ganze wahnsinnig performant und schnell. Deswegen sind wir auch für riesige Datenmengen im Terabyte-Bereich, gerade für RAW-Videodateien, sehr gut geeignet. Haben Sie da auch schon Referenzkunden oder die Sie sagen könnten? Also wir haben sehr große Kunden, die kann ich aber jetzt nicht nennen. Okay. Zum Beispiel um Behörden, Staatsschutz zum Beispiel, die gehen auf Open Source, weil die ganz genau wissen, was in den anderen Clouds so passiert. Dann haben wir ganz viele Kunden, die sind im Bereich also Notare oder Rechtsanwälte und im Bildungsbereich sind wir auch aktiv, weil wir nämlich eine sehr gute Anbindung haben, zum Beispiel an LDAP oder an Active Directory. Können Sie da auch eine Zahl vielleicht nennen, wie viele Kunden nutzen bereits Lucky Cloud? Ja, ist natürlich eine recht interne Frage, aber ich kann es vielleicht mal so beantworten, dass wir Ende 2018 mit einem mittleren fünfstelligen Kundenaufkommen rechnen. Das ist eine gute Aussage. Ja. Sie haben ja schon den Sync-Client angesprochen. Mhm. Das ist eine eigene Entwicklung oder basiert das auf einem Framework? Das basiert auch auf der gleichen Open-Source-Technologie, die wir auch im Backend auf unseren Servern einsetzen. Mhm. Und wir arbeiten da mit den Entwicklern zusammen, um eben eine beste Lösung zu finden. Wir haben nicht nur den Sync-Client, sondern wir haben einen Drive-Client, der quasi mit einem Delta-Sync-Algorithmus die Daten als Netzlaufwerk einbindet. Sprich, die Daten sind nicht mehr lokal verfügbar, sondern nur noch in der Cloud. Sie haben es ja gerade angesprochen, man kann das einbinden auf unterschiedlichste Weise. Ja. Welche Betriebssysteme sind denn da denkbar? Es sind natürlich die Klassiker Microsoft, Windows und Apple am Start. Aber wir haben auch also die größten Linux-Distributionen im Programm. Quasi wir können auch auf die Sync-Clients und Drive-Clients können auch auf Linux ausgerollt werden. Mhm. Und natürlich auf den Mobil-Clients wie iOS und Android. Wenn ich mich jetzt als interessiertes Unternehmen dazu entscheide, in die Lucky Cloud zu migrieren, gibt es da auch irgendwelche Dienstleistungsansätze, also sagen wir mal auch Consulting-technisch von euch? Genau, wir haben verschiedene Pakete. Und zwar das Do-It-Yourself-Paket einfach über die Webseite bestellen, da kann man bis zu 10 Terabyte Datenvolumen bestellen. Wenn es um Unternehmen geht, die quasi in eine bestehende IT-Infrastruktur hinein migrieren wollen, da machen wir quasi auch Hausbesuche, helfen bei der Integration, auch über Remote und direkt vor Ort geben wir natürlich auch unsere Expertise dann den Unternehmen. Genau. Sie haben es ja gerade angesprochen, lässt sich voll integrieren. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich migriere meinen bestehenden Windows-File-Server, das ist ja immer so der Klassiker in Unternehmen, einfach in die Lucky Cloud. Genau, richtig. Das Ding ist ja so, dass viele Unternehmen haben meistens ja einen File-Server in der Mitte stehen. Die Clients greifen im LAN dann mit Samba oder so drauf zu. Ja? Lucky Cloud greift jetzt in das bestehende IT-Infrastruktur ein, und zwar man installiert einen Client auf diesem File-Server und dieser Client, der synchronisiert die Daten mit einer hohen Performance mit Delta-Sync-Algorithmus Ende zu Ende verschlüsselt in eine verschlüsselte Bibliothek. Und dann sind die Files, die quasi auf dem File-Server liegen, auch sofort in der Cloud verfügbar und können dann von externen Personen ohne ein VPN direkt zugegriffen werden. Letzte abschließende Frage, wo sehen Sie Ihr Unternehmen in 5 Jahren? Was wäre so Ihre Vision? Wir wollen jetzt auch gerade hier auf der ITSA den Gedanke Open Source und eigenverantwortliches Schlüsselmanagement ein bisschen verbreiten und kriegen natürlich einen riesen Zuspruch hier. Das freut uns wahnsinnig. Wir wollen in 5 Jahren an mehreren Standorten in Deutschland und auch in der Schweiz präsent sein mit großen Referenzkunden, die uns eben pushen und eben dann andere auch auf die Idee kommen, ach, vielleicht könnte man doch mal einen Cloud-Speicher verwenden, der nicht die Daten scannt. Genau. Mit wie viel Euro kann man einsteigen bei euch? Also wenn ich jetzt als privater Zuschauer bei uns sage, ich möchte mal mir einen Account erstellen. Okay,
Mit 0 Euro kann man einsteigen, weil die Testphase 2 Wochen ist. Und nach den 2 Wochen kann man mit 2 Euro pro Monat 10 Gigabyte voll verschlüsselt schon erhalten. Also für den kleinen Geldbeutel ist auch was dabei, weil wir eben wollen, dass alle Menschen unser Produkt nutzen können. Wenn man dann ein wenig höher gehen möchte, kann man ungefähr damit rechnen, dass 1 Gigabyte ca. 40 Cent kosten. Okay. Und wir haben auch ein Lizenzmodell mit Usern, also pro User ca. 2 Euro, wenn es zwischen 0 und 10 ist. Und ab 500 User kostet dann 1,50 pro User. Alles klar, vielen Dank. Also falls ihr Interesse habt, Link findet ihr natürlich in der Beschreibung und schaut mal bei den Jungs von Lucky Cloud vorbei, könnt ihr euch einen Account erstellen und eure Daten natürlich dementsprechend sicher abspeichern. Vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank für die Möglichkeit. Gerne und bis bald. Das war die ITSA 17 bei Kurs of You Tech. Wer mehr über die ITSA und die Security-Themen wissen möchte, geht einfach auf itsa17.kursofyou.com. Ansonsten ein Abo dalassen schadet natürlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier raus.